Erzähl mal, was dich im Leben antreibt. Was ist dein Ventil? Nimmst du dir konstruktive Kritik nach deinen Tracks zu Herz? Wieso reichst du nicht mal einen Song bei Nice or Scheiß ein, Bro? Die eine noch nicht gefunden in Mexiko? Bis ich dann auch irgendwann gemerkt habe, Bro, das ist erstens unmöglich und zweitens geht's dir damit selber nicht gut so. Sei einfach so, wie du bist. Die Leute, die das feiern, sollen es feiern. Die es nicht feiern, sollen es nicht feiern so. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club. Nimmst du dir konstruktive Kritik nach deinen Tracks zu Herzen und setzt sie um, wenn du dafür Verständnis hast oder interessiert es dich gar nicht und du haust die Tracks eins nach dem anderen raus? Nico zum Beispiel hat darauf reagiert und sogar Props gegeben, aber auch korrekte konstruktive Kritik, zum Beispiel Offbeat und so weiter. Ja, Bro, ich nehme mir konstruktive Kritik auf jeden Fall zu Herzen, aber nur dann, wenn ich auch nach konstruktiver Kritik frage, so, weißt du, wie ich meine? Also, wenn es um Musik geht, dann habe ich in dem Prozess, wo ich den Song gemacht habe, schon selber mir genug Gedanken gemacht und oft genug gehört und auch andere Leute reinhören lassen, dass ich für mich die Entscheidung treffe, das Ding zu releasen, dann ist es für mich auch ein komplettes, rundes Paket. Wenn es nicht so wäre, dann wäre ich, weiß ich nicht, Bruder, dann würde ich einfach so irgendwas machen und das dann raushauen. Aber ich mache das ja schon, ich mache mir ja schon Gedanken darüber, weißt du? Ich meine, natürlich entwickelt man sich, natürlich wird man besser. Und viele Dinge, also ich, bis jetzt, wenn konstruktive Kritik kam, so, gerade von Leuten, es interessiert mich eigentlich nur von Leuten, die schon länger Musik machen als ich oder mehr Ahnung in der Materie haben oder zu denen ich sogar vielleicht aufschaue, so was Musik angeht. Dann nehme ich mir das auf jeden Fall, wenn jetzt irgendeiner im Internet einen Kommentar schreibt, das juckt mich dann null. Aber keine Ahnung, wenn jetzt Manuel zum Beispiel irgendwie sagt, Bro, guck mal da und so, dem habe ich ja auch ein, zwei Songs vorher gezeigt. Oder PA, da habe ich ja auch bei der Reaction gesagt, ich will auch diese Kritik von so Leuten haben, damit ich mich auch weiterentwickeln kann. Ja, der ist es so ein bisschen. Aber wenn die Kritik zum Beispiel für mich jetzt nicht einleuchtend ist, weil ich selber das nicht so sehe, dann nehme ich das auch nicht an. Genau der ist das, Bruder. Genau der ist das, Bruder. Aber auch selbst da, ne, Musik ist ja immer noch Geschmackssache, Code. Also du weißt ja, so kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel irgendwas richtig geil finde und zum Beispiel Manuel, Digga, der schon seit, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahre länger Musik macht als ich, dann irgendwie das nicht so geil findet und ich find's geil. Kann ja auch sein, Digga, weißt du? Wieso reichst du nicht mal einen Song bei Nice or Scheiß ein, Bro? Padajoch, ja? Habe ich jetzt auch nicht richtig das Verlangen gehabt, meine Songs von denen bewerten zu lassen, so? Aber wenn mal irgendwie, wenn ich das mal fühle, so, dann warum nicht, Bruder? Ich meine, ich habe ja Manuel ein, zwei Songs schon vorher gezeigt, so. Und seine Meinung interessiert mich natürlich. Fühlt man sich manchmal einsam, wenn die Familie so weit entfernt ist? Oder ist das sehr selten? Letztens musste ich fast weinen, als ich mit Mama telefoniert habe. So. Ich habe die so gesehen und habe so kurz daran so einfach gesagt, so hey, du und mein Bruder jetzt hier so, wäre voll schön, Bro. Also, und dann war ich so kurz vor den Tränen, dank mir so, oh, Mama. Aber alles cool. Also manchmal kommt es natürlich hoch. Manchmal kommt es natürlich hoch, dass man so ein bisschen Familie, vor allen Dingen Familie vermisst. So. Aber ich muss auch ganz, ganz ehrlich dazu sagen, ich war vorher nie so ein richtig krasser Familienmensch. Hab den Fokus nicht so richtig auf meine Familie gelegt, sondern viel auch auf Freunde, auf meine Karriere etc., auf Vorankommen. Und seitdem ich hier bin, so, also ich glaube, ich habe noch nie so viel, so oft und so viel über meine Mutter und meinen Bruder und so nachgedacht. Und vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich mit denen rede und wenn ich an die denke, habe ich so richtig schönes Gefühl, so das erfüllt mich dann in dem Moment und so. Und ich muss da ganz ehrlich gestehen, vorher war ich voll so fokussiert auf die falschen Dinge teilweise so. Und diese Reise, diese Phase hier in Mexiko, jetzt seit 6 Monaten alleine quasi in der Welt so, macht mir auch bewusst, was wirklich Wert hat im Leben. So, weißt du, wie ich meine, so was wirklich so... Das ist, was ich will, so, weißt du, wie ich meine, das, wo ich mich drauf konzentrieren will, und da ist Familie ganz weit oben, so, nicht nur die Familie, die da ist, also vor allen Dingen meine Mutter und mein Bruder, so, das ist für mich so meine besten Freunde, mein Ein und Alles, so, aber auch vor allen Dingen eigene Kinder, so, weißt du, wie ich meine, eine eigene Familie zu gründen und so, also ich, Bro, wenn ich hier Kinder sehe teilweise, ich, boah, Digga, so, ich, ey, Bro, Mann, Alter, ich weine fast so. Weißt du, wie ich meine? Ich habe so richtig, so richtig intensives Gefühl, so, ich will unbedingt Vater sein. So.
Weil ich mir auch vorstellen kann, dass das mein Leben nochmal mehr erfüllt, wenn nicht sogar die eine Erfüllung mir endlich gibt, die ich vielleicht schon lange gesucht habe. So. Weißt du? Die eine noch nicht gefunden in Mexiko? Nee, 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 nee. Also, ja. Das erinnert mich jetzt gerade an eine Sache, die ich auch mit euch so noch nicht geteilt habe. Weiß ich auch nicht, ob ich das machen soll, so. Jetzt gerade vielleicht noch nicht, aber ich werde euch irgendwann eine Story erzählen, die hier so passiert ist, die mein Leben auf jeden Fall hart gefickt hat, Digga. Das war auf jeden Fall krass, so. Ja, Mann. Egal. Nächstes Mal. Ich verfolge dich nicht lange, aber hast du vor, in Mexiko zu leben für immer oder was ist dein Plan? Ich habe keinen Plan, Bro. Also ich habe mir selber persönlich noch keinen Plan gemacht. So. Keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt seit 6 Monaten hier bin und im September auf jeden Fall mein Visum quasi abgelaufen ist und ich dann schauen muss. So. Und dann schaue ich zu dem Zeitpunkt, was abgeht, so, weißt du, wie ich meine, so, was ich mache jetzt, ob ich hier Residence mache, ob ich ein- und ausreise, ob ich irgendwo anders hingehe, das wird sich alles so ergeben. Mein Fokus liegt nicht daran zu wissen, wo ich lebe oder wo ich bin, sondern mein Fokus liegt drauf, immer noch mich selbst zu finden und auch den wahren Wert des Lebens zu finden. Und mein Leben so zu gestalten, wie ich das mich, also wie ich das so mir für mich vorstelle, so. Ne? Ja, man, unabhängig von Erwartungen von anderen, Digga, von Erwartungen, die schon von Kindheit an in dir reingehämmert wurden. In der Schule ging es dann weiter, dann ging es mit Freunden und dann im Internet. Und ich wurde schon immer so viel vollgeballert mit Erwartungen von anderen. Und die willst du dann auch irgendwie erfüllen. Und ich war schon immer einer, der will auch, hat versucht, immer jedem zu gefallen. Bis ich dann auch irgendwann gemerkt habe, Bro, das ist erstens unmöglich und zweitens geht es dir damit selber nicht gut so. Sei einfach so, wie du bist. Die Leute, die das feiern, sollen es feiern. Die es nicht feiern, sollen es nicht feiern so. Der ist das. Wenn du dich in Mexiko wohlfühlst und die Menschen um dich herum, ich fühle deinen Punkt. Mich stärkt meine Religion und zeigt mir öfters den Weg. Ja, auch so, beten ist auch ist ein sehr krasses Tool, um so, ja, einfach mal im Moment zu sein. Weißt du, wie ich meine so? Also da zu sein, präsent zu sein so. Und ja, gerade gefallen mir die Menschen hier und ich fühle mich hier wohl, aber ich weiß auch, dass, also ich denke nicht, dass ich hier mein Leben lang bleiben werde, so, weil ich will auch noch viel zu viel sehen, ne? So, ich muss auf jeden Fall hier hin, Digga. So, nach Afrika. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Nummer, weil ich kann mir vorstellen, dass ich mich da vielleicht noch sogar noch wohler fühle, weil da hast du halt wenigstens mal, fühlst du dich mal nicht anders, weil du eine andere Hautfarbe hast, so, weißt du? So. Hier gibt es jetzt auch nicht so viele Leute, die black sind. Und ja, ich wäre schon gern mal in einem Land. Ihr müsst ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, also ich habe das auch schon öfters mal erzählt, glaube ich. Ich bin in einem Dorf groß geworden, wo ich mit meinem Bruder der einzige Schwarze war. Als ich nach Mannheim gekommen bin, habe ich zum ersten Mal Brüder und Schwestern gesehen, habe ich zum ersten Mal Schwarze gesehen, so richtig, mehrere. Und das hat mich schon so richtig krass geprägt, sodass ich mich zu Hause gefühlt habe. Geprägt, Digga. 6-8 geprägt, Bruder. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Afrika eine ähnliche Situation wird, so. Ne? Aber da bin ich, glaube ich, auch der Weiße. Keine Ahnung, Mann, Bruder. In den USA gönnen die Leute einem doch viel mehr, oder nicht? Ja, so, die Oberflächlichkeit, also. Oberflächlich sind die Leute auf jeden Fall so gönnerhafter, definitiv. Ich kann jetzt aber auch jetzt hier nicht den Ami-Experten raushängen lassen. Ich will auf jeden Fall noch nach Amerika gehen und da leben. Ihr müsst nur eins verstehen, ne? Das habe ich für mich selbst realisiert. Ich will, wenn ich reise, halt auch wirklich reisen. Und für mich heißt Reisen nicht 2 Wochen in einem Ort zu sein und mich dann wieder zu verpissen, sondern für mich heißt Reisen da zu sein, zu leben. Mindestens ein halbes Jahr so, muss schon drin sein, weil ich will auch wirklich die Kultur sehen, eventuell Teile von der Sprache lernen, mit Leuten so connecten, die nicht nur hier kurz Urlaub machen, und das ist mir auch erst passiert, seitdem ich länger hier bin, mit Leuten connecten, die hier vielleicht arbeiten, die hier auch leben. Und genauso will ich es auch in Zukunft machen, in den nächsten Ländern, wo ich bin, weil wenn, dann will ich alles aufsaugen, ich will wirklich da sein, weißt du so, wirklich da sein. Alles gesehen haben, die Vibes spüren, die Kultur spüren, die Energie spüren, Digga. Und es geht nur, wenn du eine gewisse Zeit auch da bleibst, so. Meiner Meinung nach.
So nach 2 Wochen, Digga, 2 Wochen Tulum, ja, okay. So die ersten Bretter, so die ersten Dinge. Also so natürlich, weißt du, öffnet das Augen. Du lernst auch schon da sehr viel, aber durch die längere Zeit weißt du halt wirklich, wie es da ist. Hast du noch Kontakt mit diesem Typen, zu diesem Typen der Radiostation? Ja, den habe ich gestern gesehen, Digga, auf dem Skuder. In 2 Wochen bekommt man nur die Einblicke eines Touristen. Man muss schon Wurzeln schlagen, um die Kultur kennenzulernen. Genau der ist es, Bruder. Boah, Japan, krass. Ich habe nur gehört, sagt einer, gönn dir Japan, ist eine andere Welt. Mich hat's komplett geflasht. Ich habe nur gehört, dass in Japan vegane Ernährung ein bisschen schwer ist, wa? Bruder, du bist aus Ghana, oder? Nee, meine Mutter ist Deutsch, mein Vater ist Afroamerikaner mit Roots in Nigeria. Leon Big in Japan, Wishu. Jeder aus Ghana ist heute Brasilianer. Du bist eine große Inspiration. Erzähl mal, was dich im Leben antreibt. Du hast dich ja auch in den letzten Jahren weiterentwickelt. Was ist dein Ventil? Zwei Fragen, ne? Was mich antreibt und was mein Ventil ist. Mein Ventil ist auf jeden Fall Fitness und Sport, Digga. Und Sex ab und zu. Und was mich antreibt, ist meine Familie, Bro. Meine Mutter, mein Bruder, Oma, Opa, Tante, Onkel und die kommende Generation, Kinder, die leider noch nicht da sind, Digga, was mich richtig nervt, so. Kinder, das muss auf jeden Fall da sein, das sind so die Antworten.